Hello und willkommen zum neuen Vlog. Ich habe meine Maske gerade hier. Ihr wollt die Vlogs gerade so gern. Deswegen dachte ich mir, ich mache wieder einen. Macht gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt, dass ich ein bisschen mehr vlog in letzter Zeit. Wir gehen heute nach Atitlan. Wir sind zwar immer noch in Antigua, aber machen jetzt fürs Wochenende einen Ausflug nach Atitlan. Das ist dieser große See, den haben wir schon mal gesehen, als wir hier oben auf dem... Sieht man, kommt er? Yes! Als wir auf dem Vulkan Agua ein bisschen gehiked sind, da hat man schon mega den coolen View auf den See. Und jetzt fahren wir hin. Wird richtig cool. Wir sind in zwei unterschiedlichen Städten. Man kann da auch über den See mit so kleinen Lanchas fahren, also mit so einem kleinen Bötchen. Und ich nehme euch einfach mal mit. Fahrt dahin. Wir waren sehr faul. Wir nehmen ein Taxi. Das kostet hin und zurück 800, also ein bisschen über 80 Euro. Aber für jeden ist es pro Fahrt um die 20 Euro circa. Das geht schon mal. Wir machen sowas ja auch nicht super oft. Und ist einfach sehr, sehr easy. Viel Spaß bei diesem Vlog. Ich glaube, es wird richtig cool, weil der See soll so schön sein. Ich freue mich mega. War ein bisschen windig, wie man sieht. Wir sind aber jetzt gleich da. Es hat jetzt so 2,5 Stunden gedauert mit dem Auto. Wir sind in San Antonio fahren wir, ne? Ja, genau, da fahren wir jetzt hin. Und wir haben noch die zwei anderen Städte, San Pedro und das andere kann ich nicht aussprechen, aber das erfahrt ihr auf jeden Fall im Laufe des Vlogs. Und ja, wir sind gleich da. Ich freue mich. Sieht auf jeden Fall schon mega cool aus, die Aussicht. Wir sind angekommen. Es hat jetzt doch noch mal 3 Stunden gedauert insgesamt, weil die Straße hier runter auch ein bisschen heftiger war. Aber wow, wenn ihr den Blick gerade sehen würdet, ich zeige es euch gleich, ich schwenke gleich die Kamera, wie schön das hier einfach ist. Oh mein Gott, so krass. Das ist doch unglaublich und das Wasser hat so eine schöne Farbe. Das ist so richtig schön türkisblau. Das ist das erste Städtchen, San Antonio. Und wir haben hier gar kein Hotel, sondern wollen hier eigentlich nur den Tag verbringen. Und fahren dann rüber, nämlich noch mit so einem Bötchen hoffentlich. Hoffentlich klappt das. Oh wow, wie schön. Ich finde, das erinnert mich so voll an Tokio, wo wir damals waren. So, nachdem wir jetzt ein paar Bilder gemacht haben am See, suchen wir nach einem Restaurant und so ein paar süße Läden. Und das haben wir uns eigentlich anguckt. Sieht aber zu aus. Schade. Oh, aber guck mal hier, was ist das? Hola, hola. Ah ja, ist nur so ein Laden. So, wir haben was zum Mittagessen gefunden. Gab leider nur Fleischoptionen, aber egal. Und schaut mal, das ist der View vom Restaurant. Das ist doch mega, oder? Ja, lassen wir uns jetzt gleich schmecken. Es dauert, glaube ich, schon ein bisschen, so wie es sich angehört hat. Aber hey, immerhin gibt es was Gutes zu essen. So, Essen ist arrived. Hat auch nur eine Stunde gedauert. Und schaut mal den View an. Das ist nicht mega. Beim Essen. So, Max hat Lust zu baden. Jetzt schauen wir mal, ob man hier irgendwo baden gehen kann. Und haben jetzt hier so einen Platz gefunden. Hier ist doch so eine ganz dünne Leiter, nicht Leiter, so eine ganz dünne Treppe runter. Und schauen mal, ob wir da wohin kommen, wo man baden kann. Wäre cool. Okay, das war eine Sackgasse hier unten. Wobei der eine Typ vom Laden eigentlich gesagt hat, dass man da runtergehen kann. Ja, vielleicht meint er eins weiter. So, wir haben, glaube ich, einen Platz gefunden. Jetzt hier einfach an der Seite. Wenn die da jetzt nicht hingehen. Oh,
Also Badespot gefunden und für gut empfunden. Da sind wir jetzt. Das ist doch echt schön, oder? Echt kalt für dein Handy. Kalt, aber die Gedanken da jetzt kalt. Kalt! Wie findest du die Wassertemperatur? Anfangs kalt, aber dann voll gut. Ja, ist schon ein wenig fresh, aber es geht. Also es ist jetzt nicht zu kalt. Ja, na, dann chillen wir jetzt hier ein bisschen. Ja, bis später. So, wie ich vorhin schon gesagt habe, fahren wir heute auf jeden Fall noch weiter. Und jetzt ist hier gerade so ein Boden. Jetzt vielleicht mal Panachel heißt die nächste Stadt, wo wir auch eine Unterkunft haben diese Nacht. Jetzt schauen wir mal, ob der uns dahin fährt. Hola, buenas tardes. Hola. Wasser Panachel? Sí. Sí. ¿Cuánto cuesta? Solo privada hay. Ah, solo privada. Sí. Ah, okay. Okay, das klang nicht so gut. Der meinte nur mit Auto, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Die sind nur privados. Okay, wir haben jetzt noch zwei Leute gefragt, die haben auch gesagt, nee, also mit den Lanchas kommt man hier nicht los. Wir haben Vlogs gesehen, wo andere mit den Lanchas unterwegs sind, deswegen sind wir jetzt ein bisschen verwirrt, aber die haben jetzt gesagt, wir sollen zu irgendeinem Park hinlaufen oder irgendwas Iglesias und davon fahren die wohl ab. So Pickups oder so. Jetzt schauen wir mal. Wir haben uns natürlich jetzt nicht so informiert, weil wir dachten, na klar, das klappt bestimmt. Aber nee. Puh, gucken wir mal. Da waren wir vorhin schon, aber dann sind wir umgedreht. Sehen wir doch noch ein bisschen was von der Stadt. Vielleicht können wir mit so einem Pickup fahren. Mal schauen. Okay, sitzen jetzt in so einem Pickup hinten drin. Wir wissen, die Straße ist sehr holprig. Das wird ein Spaß nachher auf jeden Fall. Kostet nur 10 Quetzales. Und dann fahren wir jetzt nach Panachel, glaube ich heißt es. So, ging jetzt schnell, was heißt 15 Minuten circa vielleicht. Und wir sind auch schon an unsere Unterkunft. Gucken wir mal rein. Da kommt schon Musik raus, oder? Oder? Hm? Wir sind jetzt angekommen in unserem Hotelzimmer für 14,50 Euro die Nacht. Also jederzeit 7 Euro. Wir haben ein Doppelzimmer. Das riecht ganz schön. Sieht ganz gut aus. Ich zeige es euch gleich nochmal ein bisschen schöner. Und wir haben sogar einen schönen Ausblick. Einigermaßen. Also wir haben wahrscheinlich auch wieder literally das günstigste genommen, aber es passt. Ich meine, wir schlafen hier eine Nacht und wir haben ja eigentlich eine andere Unterkunft in der Antigua, deswegen auch ein bisschen Budget. Aber passt. Das ist der View. Es ist sauber, es ist clean soweit. Badezimmer sieht auch ganz gut aus. Vor allem sehr groß. Spiegel, das Klo und da hängt schon unser Zeug so ein bisschen. Das passt alles. Gute Zeit, keine Luft mehr, jetzt muss ich wieder weiter. Nee, so. So arg stinkt es auch nicht. Aber ja, ich wollte jetzt vloggen, dann habe ich es weg. Jetzt sind wir in Panachel und da gucken wir heute und morgen mal so ein bisschen noch rein und dann schauen wir mal. Morgen geht es dann nach San Pedro, wenn wir wissen, wie wir da hinkommen. Weil die Boote ja gerade nicht waren anscheinend, aber kriegen wir schon hin. So, wir gehen jetzt gerade noch essen. Ich war noch gerade in dem Laden und habe zwei Gallo, das ist das Bier von hier, gekauft. Weil sie hatten hier im Laden keins und haben gesagt, okay, dann kaufen wir einfach eins. Auch, geht auch nur hier, es geht in Deutschland auch nicht. Genau, und jetzt gibt es noch was zum Phrasen. Wir sind Rooftop eigentlich. Guck mal die View an von dir. Das ist eigentlich auch ganz cool. So, es ist schon sehr dunkel, ich bin auch schon im Bett. Wir sehen uns morgen wieder. Zweiter Tag, Atitlan Lake.
Einen wunderschönen guten Morgen, neuer Tag. Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen heute Morgen und habe Schmerztabletten genommen und die ballern gerade richtig rein. Ich bin ein bisschen neben der Spur. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt los, weil wir haben schon länger hier gechillt, als wir wollten, aber ach, ich war wie so ein Stein. Die Stadt ist auf jeden Fall ein bisschen größer wie die erste. Die erste war sehr, sehr klein. Und ja, jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt gibt es mal kurz das Frühstück, aber hey, der Ausblick ist schon cool. Der ganze Supermarkt schmeißt hier die Musik. Ja, hoffen wir mal, dass es danach ein bisschen fitter vorangeht. Ja. Aber ja, wird schon klappen. Ich bin heute leider nicht so viel zu gebrauchen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich musste mich gerade in der Public Toilette übergeben. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie machen müssen. Ja, zum Glück habe ich eine Zahnpasta dabei. Uff, nicht so geil gerade. Aber passiert. So Leute, mittlerweile ist 6:30 abends und mehr außer das Hotel habe ich noch nicht gesehen, weil ich bin gleich schlafen gegangen. Ich habe immer noch verdammt heftige Kopfschmerzen. Keine Ahnung, irgendwie Migräne, ich weiß nicht, woher es kommt. Jetzt habe ich nochmal geduscht und jetzt raffe ich mich noch auf, zum Essen zu gehen. Ich zeige euch mal noch den Ausblick, weil der ist echt schön. Und wir zahlen hier halt auch super wenig fürs Hotel. Ich glaube, das sind für jeden 8 Euro. Und es ist sauber, es passt. Ja, ich zeige euch mal den Ausblick. Voll, voll schön eigentlich. Nächster Tag, mir geht es auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Noch nicht komplett weg alles, aber es passt. Naja, wir machen das Beste draus. Das ist übrigens unser Zimmer. Zwei große Betten, alles super sauber und Dusche und das passt auch alles. Dusche, Bad, Klo. Und ja, die schöne Aussicht habe ich euch auch gestern schon gezeigt. Richtig schön und für eine Nacht auf jeden Fall perfekt. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier mal noch in San Pedro heute machen. Ich filme wieder ein bisschen mit, was wir so sehen. Auf jeden Fall echt schön. Bisschen so Hippie angehaucht. Auch gestern, wo wir noch essen waren, war so Reggae-Musik und sowas. Also eigentlich ein ganz cooler Vibe hier. Das ist übrigens noch das Badezimmer. Ne? So, es ist jetzt 8 Uhr morgens, jetzt laufe ich mal ein bisschen durchs Städtle und ich will noch zu so einem Aussichtspunkt hoch. Das steht jetzt mal auf dem Plan und frühstücken. Ich habe echt Hunger nämlich, ich habe nämlich gestern Abend auch nicht viel gegessen. Ja, aber ich zeige euch ein paar Eindrücke. So, ich laufe gerade so ein bisschen hier so einen Berg und so eine Straße noch hoch zu einem Ausblickspunkt. Ausblickspunkt heißt hier immer Miradora. So, ich bin jetzt hier angekommen. Leider machen die gerade hier irgendwelche Bauarbeiten. Das heißt, ich kann da glaube ich gar nicht so richtig schön gucken. Bisschen schade jetzt. Naja, aber ich kann euch so ein bisschen die Aussicht zeigen, was ich gerade so sehe. Also sieht schon auch geil aus, ne? Und hier wäre das eigentlich, aber wie gesagt, die machen da lauter Bauarbeiten gerade. Wie man hört, deswegen nur so. Okay, jetzt habe ich doch hier gleich noch nebenan so ein kleines Restaurant. Ich dachte eigentlich, das ist nur ein Laden, aber es ist so ein Restaurant, kleines Ding ist. Und schaut mal.
Doch ganz schön, doch noch was gefunden. Cool. So, das hat sich doch auch richtig gelohnt. Ich war jetzt einfach hier an der Hauptstraße links dort. Das ist wie so ein kleiner Laden eigentlich. Ich dachte erst, das ist nur so ein kleiner Tienda, so ein kleiner Supermarkt. Aber nee, im Hintergrund war dann doch noch so eine kleine Area, wo man was trinken konnte. Hatte jetzt mega den schönen View und jetzt geht's wieder runter in die Stadt. So, wir verlassen das Hotel wieder. Noch einmal der letzte Ausblick und dann schauen wir noch ein bisschen rum. Und dann geht's schon wieder zurück. Oha! Und ja, die Blumen auch voll schön. So, falls es euch vorkommt, dass wir nur am Essen sind, ja, definitiv sind wir echt nur. Heute einen Veggie-Burger und natürlich mit View. Und wir wollen nachher noch zu einem Aussichtspunkt fahren auf dem Rückweg und zu einem Wasserfall. Also, mal, dass ich euch das auch noch mitfilme. Und jetzt lassen wir uns das erstmal wieder schmecken. Sieht sehr lecker aus und riecht auch echt gut. Banner? Sie, Panna. Also da, wo ich jetzt gerade so den schönen Weg abgefilmt habe und das Ticket gezeigt habe, das war da hinten, so da, wo der Haupthafen ist. Da sind wir gar nicht angekommen und da müssen wir auch tatsächlich nicht hin, sondern wir sind jetzt hier. Das ist irgendwie so ein anderer Hafen, aber passt auch so nicht ganz so fancy. Aber da läuft man auch eigentlich erst so durch so einen Hühnerhof und das andere ist so eher das Offizielle. Naja, passt trotzdem. So, wir sind fast da. Ist gerade noch Sprint ausgegangen, so kurz vorher. Ja, hat jetzt 100 Pesos, 100 Quetzales gekostet, hin und zurück für zwei. Also 50 eine Person, war voll gut. Die zweite Fahrt war jetzt ein bisschen heftiger, weil krass viele Wellen waren. Jetzt geht's weiter. Aber ja, war ganz cool. Tatsächlich übrigens, wie wir auch gerade sehen, zieht es hier nachmittags meistens zu. Man sieht es auch ganz gut, dass jetzt eigentlich schon so fast zugezogen hat. Aber vormittags ist es meistens schön. Aber da quillen dann so die Wolken über die Berge. So, wir sind auf dem Rückweg, aber haben gerade noch den Wasserfall gesehen und haben hier kurz angehalten. Und auf der Seite gibt es noch einen View, aber die Wolken nehmen leider alles ein. Aber damit beenden wir den Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen hoch, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.